Und jetzt sind dann endlich mal wieder Spiele. Ne? Also jetzt lang genug Transferphase, etc. fast 2 Stunden ohne Spiele. Das geht natürlich nicht. Mutern ist aber jetzt da. Mutern kommt. Gorbatschow kommt und Cardoso kommen. Auf die Jungs freue ich mich. So. Felix Cardoso. Top-Talent, geholt von Olympia aus Paraguay. Der wird erstmal Sabadell gehen. Igor Gorbatschow, geholt von Krasnodar. Warte, das wollte ich gar nicht. Wird hier nochmal hingehen. Und ja, Montean bleibt bei uns. Willkommen heißen. Vasic hat Vertragsangebot von Freiburg abgelehnt. Er will also nicht in die zweite Liga. Ist für mich erstmal auch okay. Also so unbedingt abgeben wollte ich ihn jetzt auch nicht. Und diese Angebote können wir jetzt einfach ablehnen. Digga, also das gebe ich mir jetzt nicht jedes Mal hier so Drecksangebote. Tirapong Yanta würde zu uns kommen. Das ist natürlich sehr gut. Lehnt Club Brügge, lehnt Norwich City und lehnt Brentford ab. Ausschlaggebendes Argument war die Champions League. Ja, jetzt bin ich noch am Überlegen. Eigentlich hätte ich ihn gern erst im Sommer gehabt, aber damit er jetzt schon kommen. Da müssen wir auch vielleicht nochmal im Mittelfeld bei uns selber vielleicht einen Finlay Robertson oder so nochmal verleihen. Dass da bisschen Platz wird für den Jungen. Willi bieten wir mal an. Genauso wie Lemoine. Hoffe ich, dass da Angebote reinkommen für die beiden. Weil denen tut es nicht gut, wenn sie jetzt nochmal ein halbes Jahr zusätzlich auf der Bank sitzen. Gerade in dem Alter. Testspiel ist schon. Okay. Will löschen erstmal ganz kurz. Komplett löschen. So. Ins Tor. Pettersen, klar. Links Ristic, wir machen einfach wieder unsere Top-Elf, so wie ich sie mir vorstelle im Moment. Würde ich fast sogar sagen, ich hätte gerne, dass Fischer und Blomqvist zusammen spielen. Wittmer auf der 6, Martin. Box to Box, Kanute. Und davor will ich fast sagen, hätte ich gerne, dass der Bruder spielt. Wenn er sich da einspielt. Hier Montea. Hier Pusic und vorne drin Cabral. Und für die Bank erstmal Willi. Dann links, wo ist Lissiero? Hier. Lissiero. Marxen rechts. In die Mitte, Mlapa. Oh. Mlapa und Mesonero. Auf die 6 geht mit Oberdan. Robertson, Fernandes. Ja, Shaqiri eher. Shaqiri eher, weil er in der Rückrunde wahrscheinlich da ist. Und hier Marvin rechts, Vasic eigentlich am liebsten links. Der funktioniert und Mahle ist vorne drin. Und nehmen da noch Ontiveros mit als 12. Mann. So, jetzt halt nur die Frage, ne? So, Janta und Muntean sind beide. Sind beide noch fit. Das heißt, wir können hier mal durchwechseln. Auch für Janta kann Shaqiri beginnen.
Und vielleicht sogar Ezequiel Fernandes mitkommen. Oder Xhaka. Geh lieber Xhaka mit. So, das heißt, Janta erstmal auf der Bank. Oh ja, das passt, das passt. Gut. Wie gesagt, das Spiel nur für die Spielpraxis, aber trotzdem wollen wir natürlich gutes Ergebnis sehen. Co-Trainer macht die Ansprache. Geiles Stadion. Ansicht von oben. Entscheidende Highlights aus. So. Mal gucken, was hier so geht. Vielleicht sehen wir ein paar Tore. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Das ist, schauen wir mal mit Shaqiri. Ball kommt in die Mitte, Kanute, was macht er? Legt ab für Martin, Ristic außen. Gute Flanke für Pusic. Sehr schön vorgetragener Angriff, ne? Schön überlegt, den Ball gespielt, dann nochmal raus. Ristic sieht, oh, hinten ist der Peter frei. Und dann kommt die Flanke auf den Kopf und der muss nicht mehr viel machen. So, Vasic. Da gibt es den Elfmeter. Ob man den pfeifen muss, weiß nicht. Vor allem, ob man den in dem Testspiel pfeifen muss, ich glaube es eher nicht. Aber okay. Cabral wird sich über das Tor freuen. Einwurf Manuel zum Gegner. Nee, Pusic passt nicht richtig auf. Jetzt aber langer Ball zum Gegner. Nee, kommt auch an. Der Manuel, der ist sicher da. Manuel links hinten, das ist er. Den holen wir uns nächste Saison. Shaqiri über Vasic wieder. Der treibt viel an. Ristic mit dabei. Geht ins Dribbling, macht ganz alleine. Auf Shaqiri 3-0. Zweite Vorlage Ristic und Ristic ist einfach so ein Biest, ne? Pusic, ja, die Flanke war nix. Landet wieder bei Ristic, aber da ist es fast noch gefährlicher, als wenn der Ball bei einem von unseren Stürmern ist. Ja, da sieht man mal. Arthur, der muss rein. In der Liga kriegst du die Chance nur einmal. Oder vielleicht auch zweimal oder dreimal, aber. Ja. Wir müssen ihm ja auch ein bisschen Druck machen, dass er die Dinger reinmacht, ne? Ristic, Freistoß. Cabral, oh Gott. Oh Gott. Da hatte der Torwart ein bisschen Mitleid, dass er da am Anfang so viel verhauen hat. Und lässt den Ball einfach mal durch. Jetzt vielleicht mal. Primera, ich weiß ja nicht mehr, wie sie hießen. Ne, Vasic klärt den. Und Cabral ist der Einzige, der richtig hinterher geht. In die Mitte auf Shaqiri, Doppelpack 5-0. Sehr stark. Dritte Vorlage von Ristic. Boah, der muss auch jetzt raus zur Hälfte. Auf dem ist nichts passiert. Tisch, Ristic. Mit der Hacke für Shaqiri. Flanke wird schlecht geklärt. Arthur Cabral ist da. 6-0. Gut, so wollen wir das ja eigentlich sehen, ne? Das heißt, jetzt können wir hier einmal durchwechseln. Isiero, Lapa, Misionero, Marxen, Oberdan, Panit, Robertson, Ontiveros, Marvin und Males.
So, bei der Hälfte. Mal gucken, ob die Jungs auch so abreißen wie die erste, wie in der ersten Hälfte. Und Tiveros, Males, direkt beim Kopfballtor. Vielleicht war ganz gut für den Jungen. Ja? Vielleicht war ganz gut, dass der wenigstens im Testspiel ein bisschen trifft. Holt sich da vielleicht dann das Selbstvertrauen, was er eben für die Liga braucht. Da klappt es ja bisher noch nicht so. Und ja. Gerne Marvin mit. Erster geblockt, aber bleibt am Ball. Bringt ihn nochmal und der rutscht durch auf Ontiveros. Heute darf wirklich jeder mal und das ist gut so. Das ist gut so. Heute soll wirklich jeder sein Tor machen, weil dass die Jungs alle mit einer guten Note und Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen, beziehungsweise in die Rückrunde gehen. Ne? Gut, aber scheint wohl beim 8-0 zu bleiben. Der Rest hat nicht mehr so Bock. Vielleicht jetzt nochmal mit Max und Marvin. Der Ball ist bei Robertson. Oh, Lisiero gehalten. Und Tiveros macht den Abstauber rein. Gut aufgepasst, gut hinterher gewesen, so will ich das sehen. Und das war's. Außer Robertson, Xhaka und Pettersen nur grüne Noten. Shaqiri mit 2 Toren, einer Vorlage, Ristic 3 Vorlagen, Pusic ein Tor, Cabral 3 Tore, eine Vorlage, Ontiveros 2 Tore, eine Vorlage, Marvin mit einer Vorlage und Males noch mit dem Tor. Sehr schön. Vier bis sieben Tage verletzt sich Ristic. Ist nicht schlimm, wird dann vielleicht einfach jetzt Pause bekommen. Gegen Akademiker. Ja, aber passiert ja nichts bei, ne? Ojanta 3 bis 4 Wochen verletzt. Leistenzerrung. Ah, okay. Das ist zum Glück nicht so schlimm. Auch nichts, was unbedingt. Ja, wo was ist, was vielleicht Langzeitschäden haben könnte, ne? Oder was halt immer mal wieder kommen könnte. Das ist, wenn die auskuriert wird, gut, dann sollte die eigentlich auch erstmal weg sein. Ich glaube, wir spielen gegen Schaffhausen mal wieder Dreierkette, oder? Habe ich irgendwie das Gefühl, dass das gut klappen könnte. Start-Rennen gibt Angebot für Delcourt ab. Können wir da reinkrätschen? Ja. Sehr gut. Siebenundzwanzig. Einigen wir uns auf 20, komm. 20.000. Mal gucken, ob wir uns gegen Start-Rennen durchsetzen. Die sind nur Zehnter im Moment. Weil der wäre auch nochmal ein Innenverteidiger-Talent, wo ich mich tatsächlich drin sehen würde. Fiorentina macht Angebot für Pettersen. Ja, das ist jetzt der Punkt. Wo ich sage, an sich sehe ich da kein Problem. Wir fordern trotzdem mal. Ich hoffe, sie gehen nicht raus. Gut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wer ist da noch interessiert? Na, Wolfsburg, ob die 20 Millionen mitgehen. Aber 20 Millionen für Isak Pettersen sehe ich gerade kein Problem. Da sehe ich gerade überhaupt kein Problem. Das ist mehr als das Doppelte von seinem Marktwert. Er ist 26 Jahre alt. Der spielt zwar sehr, sehr gut bei uns. Aber wir haben halt zwei geile Keeper dahinter, ne? Und ja. Also es würde sich so wehtun, ihn zu verlieren. Jetzt gegen Akademiker.
Ja. Wir können ein bisschen durchrotieren nochmal, aber wie gesagt, weiterhin hauptsächlich das Ziel, dass die Jungs Spielpraxis kriegen. Ja, wir müssen eh, ich glaube, wir brauchen für den Sommer, falls Cabral nicht geht und wir uns Rodrigo José trotzdem holen, wenn das Geld und alles da ist, müssen wir, glaube ich, mal so Richtung 4-2-4 oder sowas gehen. Dass wir so. Ja, mit zwei Stürmern, aber trotzdem mit Außenspielern spielen können. Wisst ihr, wie ich meine? Christic ist fit, Cardoso bin zufrieden mit Versprechen. Sehr schön. So. Wie sieht's aus hier? Kanute wieder hat schon einigermaßen Spielpraxis. Deshalb beginnt Robertson. Christic bleibt komplett draußen. Dann geht hier. Anders mit. Mlapa, da beginnt dann Lisiero. Dovink beginnt Mesonero. Hier beginnt mal Willi mit Lemoine. Dann soll er sich da gut konzentrieren auf seine Verhandlungen mit Dings, mit Fiorentina. Und ja, kriegt einfach mal eine Pause. Spielmann, ja. Wird wahrscheinlich eh bis zum Sommer bleiben, ne? Weil wir keinen Abnehmer finden. Aber der wird noch länger bleiben, bis 26 sogar. Eieiei. Stimmt, Ontiveros wollte ich mal von Beginn spielen lassen. Der hat es da ganz gut gemacht. Und Montaigne nehmen wir mal mit statt Vasic. Und Mahrez kommt. Spielt Mahrez hier von Beginn. Let's go. Rein geht's. Also ganz, ganz komisches Stadion, wie das da auch gebaut ist. Ich weiß nicht, ob die Kamera da außen hin soll. Aber ja. Egal, lassen wir so. Wir sind sehr, sehr dominant. 79% Ballbesitz in den ersten 17 Minuten. Lucic mit Widmer legt ab und Ontiveros rutscht der Ball durch. Lisiero Flanke, Finlay Robertson. Sehr schön. Wichtig für Robertson, ne? Wichtig, dass der da sich jetzt Selbstvertrauen holt. Mit Toren oder mit Vorlagen oder irgendwie. Hauptsache mal ein gutes Spiel, ne? Acevedo, langer Abschlag, das ist einer für Lisiero. Shaqiri, wieder Lisiero. Flach rein, Mahrez wird geblockt. Ball bleibt heiß und Tiveros vorbei. Sehr, sehr dominantes Spiel wieder, aber kein Tor bisher. Okay. Keine schlechte Note. Aber auch nicht überwiegend grüne Noten. Wir gehen rein. Einmal durchwechseln. Markson, Oberdan, Kanute, ist Montean. Bin ich gespannt. Erstes Mal im Team. Mal gucken, wie er sich einfügt. Oh, 22 zu 0 Schüsse, 77 zu 23% Ballbesitz. Boah, die werden ja geknechtet in dem Spiel. Seiner Firm Lapa gut runtergeholt. Direkt nach vorne sucht Montern. Und der will direkt ins Dribbling und kommt vorbei.
Oh, der Pass war nix, aber Ober da ist trotzdem da. Gute Flanke vom Lapper. Sehr, sehr, sehr gute Flanke. Marvin macht 2-0. Jetzt vielleicht noch mit einer Vorlage für Cabral, ja. 3-0, Arthur Cabral steht goldrichtig beim Freistoß. Wie man da auch den besten Stürmer des Vereins freistehen lassen kann, ich weiß es nicht. Aber gut für uns. Marvin, Seitenwechsel auf Montean. Von dem kam noch nicht so viel. Schlecht geklärt. Nächste Chance im Lapa. Oh, Cabral. Wenigstens haben sie jetzt schon mal einen Torschuss gehabt, ne? Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Maxi mit der Flanke, Montean kommt nicht hin. Oberdan, Lapa, Fernandes. In Rückraum, Oberdan. Oh, schade. Kanute. Der Torwart liegt am Boden und Kanute schießt erstmal den Pfosten ab. Ja. Alles in allem wieder ein Testspiel, was in Ordnung geht, oder? 3-0, einfach wichtig mitgenommen für die Spielpraxis. Das macht der Co. Gut. Ungefährdeter das Sieg, so sieht's aus. Der war, glaube ich, sogar mehr als ungefährdet. Mit 80% Ballbesitz. Gent macht Angebot für Pettersen. Sehr interessant. Das heißt, da können wir vielleicht aus dem Bruder doch noch mal ein bisschen was rausholen. 22 Millionen. Mehr als 20. Das sind mehr als 20. 2 Millionen sind 2 Millionen. Dann ist natürlich die Frage, 2 Millionen haben oder nicht haben. Ganz klar. Die 2 Millionen nehmen wir mit. Da muss von Fiorentina ein neues Angebot reinkommen. Woher Brügge jetzt so viel Geld hat? Keine Ahnung. Gut, wir haben auch so viel Geld. Wir geben auch als Basel 26 Millionen aus. Aber, ja. War es überhaupt Brügge? Ne, Genk war das. Sporting Club de Lyon. Als letzter Test, bevor es wieder zurück in den Liga-Alltag geht. Ja, wie gesagt, hier im 3-4-1-2. Hätte ich jetzt eigentlich mal gern mit Yanga auf der 10 gespielt. Aber der Bruder ist jetzt leider verletzt. So, Fitness-Test. Ristic wieder einigermaßen fit, aber wir wollen noch nichts riskieren. Dann bleibt er lieber nochmal draußen. Dafür beginnen wir mit dem Lapa. Hier Granit und Mesonero, und Fisch zusammen. Lemoine, wir gehen mal von Beginn an. Calderon, ach so. Ach so, wir sind ja komplett falsch. So ist es ja. Statt Calderon spielt dann Marxen. So, Lemola beim Tor, das passt. Rechts spielt Widmer. So, rechts Widmer. Links kann Montean sogar spielen, da lassen wir ihn da was spielen. Im ZM Robertson als Mezzala. Und defensiv dazu Calderon. Auf der 10 Ontiveros würde sogar gehen. Marvin sieht aber ganz schlecht aus, deswegen Marvin rein. Und Males mit
Vasic. Okay, dafür mit auf die Bank. Misonero, Lurwink, Oberdan. Isiero links. Für rechts geht dann Pusic mit. Mitte der Shaqiri auf die 10. Mitte Fernandes und Spielmann. Muss dann halt so sein. Und vorne drin Cabral mit Ontiveros. Gut. Dann nochmal in das Spiel rein. Erste Chance, erstes Tor. Will Fisch. Nach Vorlage von Calderon. Sehr gut. Robertson, Martin. Boah, geiler Pass auf Vasic an den Pfosten. Abpraller macht da rein. Sehr gut. Sehr guter Start. Den Gegner überrollt. Immer wichtig. Vasic verliert jetzt Kopfballduell, aber Martin ist da. Mit Marxen, der treibt von hinten an. Martin schön raus, Montean. Der kann dribbeln, der kann scharfe Flanken, die direkt auf dem Kopf von Vasic landen. 3-0. Vasic, nächste Flanke, Mahrez drüber leider. Das kennen wir ja eher von ihm. Auch kein so gutes Spiel von ihm heute. Genauso wie von Widmer. Aber wir wechseln trotzdem einmal durch. Robert Dahn geht dann links. Misonero rechts. Und Lovink hier. Isiero. Fernandes, Spielmann, Kusic. Wobei vielleicht eher so, ne? Ja, eher so. Auf der 10 Shaqiri. Im Sturm Ontiveros als Knipser. Und Cabral als Zielspieler. Das ist noch der Co-Trainer. Let's go. Prozent Ballbesitz wieder. Wir sind dominanter denn je. Fernandes nochmal raus auf Spielmann. Isiero bringt ihn rein, Cabral. Der sieht die Lücken, der weiß genau, wo der Ball hinkommt, der weiß genau, wo er hinlaufen muss. Und da sind die Dinger drin. Sehr, sehr schön. Nicht mal ein Torschuss von Lyon. Shaqiri, nächster Freistoß. Cabral legt ihn rein für Lovink.
5-0. Husic, schwacher Ball. Luisa passt auf, aber kann nichts draus machen. Lucero geblockt. Husic. Getackelt. Flanke kommt. Cabral. Schade. Ja, sonst Spiel klingt bisschen aus. Shaqiri verletzt sich nochmal. Welche Fußverletzung? Okay. Das heißt, Pusic macht die 10. Und Serge und Lapa. Mach mal den defensiven ZM. Bin ich mal gespannt, was der Junge draus macht. Der kann ja auch. Der ist ja eh noch jung. Der lernt die Position jetzt. Man kann da auch irgendwann mal spielen. Ja. War okay wieder für den Test, ne? War okay. Und jetzt sind wir auch bereit für die Liga wieder. Shaqiri 3 bis 4 Wochen. Oh, ärgerlich.